Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Für die, die den anderen Film schon gesehen haben, das war die Einleitung, was mache ich, wenn es zu Hause brennt? Jetzt zu dem Thema, warum ist CO, Kohlenmonoxid, das Kohlenstoff, der Sauerstoff, Kohlenmonoxid, nur einmal vorhanden, nur für die Chemiker unter euch. Warum ist das so gefährlich? Ich behaupte, gefährlicher als Feuer im ersten Moment, wenn es zu Hause zu einem Brand kommt. Und ich erkläre euch das jetzt so, dass auch jemand in der Grundschule versteht, was da nicht funktioniert, wenn man Kohlenmonoxid einatmet, okay? Los geht's. Das ist Toni. Okay? Toni ist ein ganz fröhlicher Geselle und Toni atmet jetzt ein. Er macht den Mund auf und atmet. Normalerweise sind wir so bei ca. 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Okay, den Rest Edelgase, egal. Es geht um den Sauerstoff, den wir hier einatmen. Den atmen wir ein und das sollen jetzt die Lungenflügel darstellen. Jetzt ist die Frage, ist natürlich vereinfacht nur dargestellt, damit es jeder auch leicht versteht. Ihr kennt mich ja schon. Was passiert in der Lunge? Ohne die jetzt genau aufzuschneiden und zu zeigen, wie fantastisch so ein Organismus eure Lunge funktioniert, versuche ich jetzt ganz einfach zuerst mal einen wichtigen Beteiligten vorzustellen, und zwar ist das die rote Lok. Diese rote Lok soll die Blutkörperchen darstellen. Die roten Blutkörperchen. Das ist die rote Lokomotive. Und die hat einen Anhänger dran, also war ein Waggon mit freien Sitzplätzen. In den freien Sitzplätzen wird in der Regel Sauerstoff mitgenommen. Ne? Diese rote Lok transportiert Sauerstoff. Und die sind alle fröhlich. Alles klar. Und natürlich nicht nur ein bisschen Sauerstoff. Da wird, einen Moment, einmal zurück. Nicht nur ein bisschen Sauerstoff, da wird ordentlich Sauerstoff mitgenommen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, ne? Gut. Was macht jetzt diese rote Lok, diese roten Blutkörperchen bei uns im Körper? Jetzt kommen wir wieder zur Lunge. Ich nenne das mal Bahnhof Lunge. Okay? In dem Bahnhof Lunge kommt jetzt die rote Lok angefahren. Steht erstmal. Da steht, in der Lunge wird an den Lungenbläschen, das nennen wir noch Alveolen, wird der Sauerstoff aus der Atemluft rausgezogen, also rausgefiltert. Das heißt, jetzt sitzt hier reiner Sauerstoff im Zug und los geht's durch die Blutbahn. Die Reise geht los. Das kann man jetzt ganz kompliziert machen, aber wie gesagt, wir machen es nun mal so prinzipiell ganz einfach. Und zwar ist jetzt hier der Organismus, was auch immer, innere Organe, Leber, Niere, was weiß ich, ist der Organismus. Da warten welche. Kommen wir gleich zu. Die Lok trifft ein mit frischem Sauerstoff. Und jetzt findet ein Austausch statt. Dieses Blaue, der Sauerstoff, der geht zum Organismus. Okay, also Sauerstoff geht raus und einsteigen in den Waggon tut Kohlendioxid. Ganz normaler Kohlendioxid, CO2, wird abtransportiert. CO2 ist ein ganz normales Ergebnis im Organismus, wenn die Organe was verbrennen, entsteht als Abfallprodukt CO2, Kohlendioxid. Okay, das wird abtransportiert. Und das Abtransportierte kommt zurück zur Lunge. CO2 kommt an. Ne? CO2 kommt zurück zur Lunge. Und Toni atmet aus. Toni ist glücklich, ne? Das ist das normale Atmen. So. Wenn wir jetzt Kohlenmonoxid dabei haben, also CO, das C steht für Kohlen und Monoxid, also Oxid ist O und Mono ist nur einer, ne? CO. Wenn man das einatmet, da ist wieder Toni, er atmet ein, aber CO, mal rot gekennzeichnet. Was passiert jetzt in der Lunge? Schauen wir uns das an. Am Bahnhof Lunge steht wieder Sauerstoff bereit, noch von den letzten Atemzügen. Ne? Und hier tummeln sich schon so ein bisschen die CO-Lümmel. Ne? So, die rote Bahn kommt. Sauerstoff macht sich schon stark klar, geht ja gleich wie gehabt die Reise los. Ne? Aber was man wissen muss ist, CO ist wie, ich sag, wie Pralines für die Blutbahn. Das heißt, nicht der Sauerstoff geht in die Bahn,
Nein. Der Kohlenmonoxid. Das Kohlenmonoxid sitzt in der Bahn. Und die stehen hier. Ö. Gut. Im Organismus wartet Kohlendioxid. Ist ja verbrannt worden. Ist also, die wollen zurück zum Ausatmen. Die Bahn kommt. Und diese Lümmel stehen nicht auf. Die bleiben in der Bahn. CO bleibt im Zug. Wie jetzt? Und die denken, was ist denn hier los? Okay, in der Lunge kommt die Bahn wieder an. Es sammelt sich schon ein bisschen mehr und noch mehr Kohlenmonoxid an. Das heißt, es wird nicht besser, weil man schon mittlerweile den zweiten Atemzug gemacht hat. Ne? Aber CO bleibt im Zug. Auch hier im Organismus häuft sich der ganze Kreislauf ist halt gestört. Das heißt, diese CO-Bahn, nenne ich sie jetzt, die fährt gnadenlos durch. CO bleibt im Zug. Das heißt, dieser Austausch findet nicht mehr statt. Und jetzt? Was passiert jetzt? CO wird natürlich nicht besser am Bahnhof. Und so geht es die ganze Zeit durch. Also um die hier aus dem Zug rauszukriegen, bedarf es Spezialkliniken. Das geht nicht von alleine. Komme ich gleich zu. Aber CO bleibt im Zug. Das heißt, Toni atmet schon leicht schummerig aus nach dem ersten Mal atmen. Ihm geht es gar nicht gut. Sogar sehr schlecht. Bitte unterschätzt nicht Kohlenmonoxid, was das anrichtet. Und wie gesagt, ihr kriegt es nicht so einfach aus dem Körper wieder raus. Diese Bahn freizukriegen, da gibt es Spezialkliniken, das ist eine Druckbehandlung, da muss der atmosphärische Druck verändert werden, man muss rein Sauerstoff und muss versuchen, diese Bahn nach und nach von diesem Kohlenmonoxid zu befreien. Also Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid eingeatmet hat, ist nicht selbstverständlich gerettet, wenn der Rettungswagen da ist. Da muss man dran arbeiten. Also bitte, wenn es qualmt bei euch in der Wohnung, wenn da etwas brennt, aus gutem Grund die Türen zu machen, diesen gefährlichen Kohlenmonoxid gar nicht an sich ranlassen und versucht wirklich das nicht einzuatmen, weil ihr kommt da nicht zu. Ihr macht zwei Atemzüge und dann liegt ihr da. Ja? Bitte bedenkt das, wenn es mal bei euch brennen sollte, lieber raus und lasst die Feuerwehr mit unabhängigen Atemschutzgeräten, also mit so Masken, mit eigener mitgebrachter Luft in der Flasche, ne, die atmen nämlich nicht eure Dämpfer ein, die haben eigene Luft mitgebracht. Lasst die das machen. Rettet euch. Kohlenmonoxid ist gefährlicher als das Feuer, behaupte ich mal. Das ist meine persönliche Meinung. Ich freue mich, dass ihr euch das angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich freue mich über eine Botschaft von euch. Wenn euch das gefällt, besucht mal meine Internetseite oder auf YouTube. Hier könnt ihr diesen Channel mal abonnieren oder ein Gefällt mir da lassen. Ich brauche einfach ein Feedback, um zu sehen, ist das das, was euch interessiert oder soll ich mehr Feuerwehrtechnik nochmal machen? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.